Und wir bauen munter weiter. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Wir haben ja einen riesen Zuchtgegner zu bauen. Allerdings dürfte das dann auch groß genug sein, dass wir da Rechse und sowas drin zähmen können. Quatsch, zähmen. Züchten können. Ich würde sagen, wir werden es erleben. Oder wie seht ihr das? Jetzt sind die Frage, reiche zwei Pfosten? Wahrscheinlich ja nicht. Basteln wir noch sechs, würde ich sagen. Das ist dann erst quasi das Fundament, also der Boden. Da ist noch keine Wand dran und noch keine Decke drauf. Und oh je, oh je. Das wird noch was. Ich sage, das wird noch was. So. Gehen dann weiterbauen. Wo sind wir da? Auf, mein Junge. Hier ist schon wieder Zappenduster. Und ihr wisst ja, nur Chuck Norris weiß, wie duster ein Zappen ist. Warum die steht jetzt Sonne dran? Ich schlafe es nicht. Und nur hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf und du sind sechs. Das müsste wohl das Fundament reichen. Sechs Stück, dann haben wir es. Wird das eine Hütte? Und los. Und zack, zu. Jawohl. Jetzt kommen wir an ein besonderes Schmankerl. Wie gesagt, ich habe vor, ein UFO zu bauen. Das hat eigentlich hauptsächlich stylische Gründe. Aber. Ich weiß auch noch gar nicht, ob es funktioniert. Da brauchen wir Roofs dafür.
Und zwar 5, 8. Oh Gott, oh Gott. Die oder die? Na, also schon 3 von denen. Und dann 5 von denen. Dann gehen wir das da oben und probieren. Ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. 5, bitteschön. Wobei es eigentlich nur 3 sind und dann noch 3 von denen. Passt genau. Sind wir jetzt mal sehr gespannt. Die überhaupt so das angehen, wie ich mir das vorstelle. Ja, doch. Gut, es geht eben nicht. Oder probieren wir es mal wieder. Nee, schade. Jetzt kein UFO. Machen wir Eva. Da brauchen wir auf jeden Fall 8 Stück. 16. Super, dann 32. Wenn das reicht. Ja, so Zugstation, da sollten wir vielleicht auch Lüftungslöcher einbauen. So wie hoch und so. Mockt bestimmt ganz heftig da drin. Wie gut, dass es auch gar nicht dauert. Es wird noch ein Format füllen, das Programm das da. Ich hoffe, das mit Züchten wird noch lustiger. Muss ich noch gucken, auf was ich die Dinger da eben gestellt habe. Sollte man dann vielleicht auch gleich mal den Rex holen und darin stellen. Wegen Höhe, weil ich denke mal mit N ist es dann nicht dran.
Also. Eine Bremse sollte man vielleicht dann fällen. Schick, schick. Da kann man doch jeder erzählen, was er will. Das hat das Teil. Neun Wände und eine Doppeltür. Neun, bitte schön. Das heißt dann nächstes bei 40. So, eine Sekunde bitte. Gut, Hammer, Hammer, Hammer. Okay. Mach raus, komm mal leider nicht, weil Escape-Taste klemmt. Weil ich zu blöd bin, zu drücke. Man weiß es nicht. Kamera runterdrehen. Überlegt, bis mir allein die ganze Geländer da dran gebastelt haben. So, genau, was ist jetzt hier eigentlich die Mitte? Das müsste doch hier sein, oder? Oh, hätte doch mal auf damit. Das ist es aber auch die Mitte. Ich täte mal Josa. Rexy. Ach du Scheiße. Okay. Ich hätte mal behauptet, dass wir jetzt erstmal beschäftigt sind, Wände zu bauen. Leck mich auf. Ich würde sagen, immer 20. Was Aufregendes drin. Jetzt auch die geschlossenen Wände. Die frisst zwar mehr.
Aber ja, warten Sie bitte. Basteln wir der Hochschau als direkt Nummer 20. Mal gehen die Dörr erstmal verknallen. Ist die Frage, Flachdach oder Spitzdach? Spitzdach könnte wirklich spannend sein. Mein Gott, der hat aber immer irgendwas. Wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin, müsste das jetzt die Hälfte schaffen. Rexy, du brauchst jetzt hier nicht so einer auf die Hose zu machen. Du willst, dass du großer, starker bist. Wenn du der Schisshock warst, dem ich nachher laufen muss. So, und nach einem Riesen, die jetzt fertig sind. Holen wir die, brauchen wir noch 20. Dossig bitte. Weiter geht's. Der hat doch so Spitzdach, kommt schon Style haben. Einfach mal um rechts zwischen Ben durchrennen. Ups. Ach, weiter geht's, keine Möglichkeit verschützen. Galaxy. Gleich mal abchecken, ob die Höhe da jetzt stimmt. Ich meine, die Frage ist, irgendwann mal Dings züchte, wie heißt es, Giga züchte oder sowas, dann sollte ja eigentlich nichts größer sein, denke ich mal. Also rein technisch gesehen, jetzt noch 22, dann müsste ich die Sache sein. Zack, 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 zack. Warum die Pfeiler dürfen jetzt immer noch die Fahrbahn, verstehe ich nicht. Die Säulen. Verknallen wir jetzt noch.
Ich täte schon fast dran, dann war es schon wieder verwirrt. Ja, Rexi, passt das jetzt oder passt das jetzt nicht? Das passt nicht. Gut, trotzdem, denkt an die Däumchen. Könnt mir ja mal sagen, was noch von meinem Konstruktor halte, ob das cool ist oder nicht. Weil ich, wenn ich jetzt sehe, so groß ist es jetzt gar nicht, wenn da so Rex drin steht. Ja, und ansonsten Däumchen, Namen, Namen. Der Amorexi zum Beispiel bräuchte auch einen Namen. Und dann sehen wir uns morgen. Ciao.